Wie ich es erwartet hatte, schwamm der Hund wie, na eben wie ein Hund. Da steht Condor Transglobal. Ich bin an der richtigen Adresse. Jetzt müsste ich nur noch reinkommen. Das funktioniert. Der Ventilator schmorte kurz auf und brannte dann durch, als der Bootshaken seine Rotorblätter verkeilte. Hey, wenn du nochmal so einen Lärm machst, breche ich dir beide Arme. Dieser Rüpel braucht dringend eine Lektion. Karsak ist schon sauer genug, weil wir den Stein nicht bekommen haben. Wenn du irgendwelchen Ärger machst, erzähle ich ihm, dass das alles deine Schuld war. Karsak? Das muss sein Chef sein. Wer ist da? Der Pizzaservice. Ich habe keine Pizza bestellt. Nein, aber das hier ist doch die Condor Transglobal Schifffahrtsgesellschaft, oder? Ich mag keine Pizza. Och, komm schon, jeder mag doch Pizza. Vielleicht einer der seltenen Fälle von Mozzarella-Allergie. Hey, was jetzt? Hören Sie, diese Pizza ist schon bezahlt. Sie können sie ebenso gut annehmen. Ich sagte doch schon, ich mag keine Pizza. Nicht mal mit einer extra Portion Oliven? Ich hasse Oliven. Das sind die Hämorrhoiden des Teufels. Wenn du weißt, was gut für dich ist, machst du diese Tür auf. Und wenn nicht? Ich trete dir ein Loch in den Kopf. Okay, ich komme raus, du Bastard.
Das einzig Interessante hier ist ein kleiner Messingschlüssel. Unter den ganzen Papieren an der Pinnwand fiel mir ein Dokument besonders ins Auge. Ein Lieferschein von Condor Transglobal und die Adresse lautete Caramonte City. Abgeschlossen. Der kleine Messingschlüssel passt nicht in das Schloss. Halt! Nicht schießen! Der kleine Kerl hat ein Blasrohr. Das bestätigt meine Vermutung, was mit Nico passiert ist. Ich warte, dass er schießt, aber nichts passiert. Stattdessen will er mir wohl etwas sagen. Was? Was willst du? Er ist aufgeregt, fast verzweifelt. Was ist ihm so wichtig? Hi, ich tu dir nicht weh. Caramonte! Kommst du daher? Aus Caramonte City? Caramonte! Caramonte! Okay, okay. Was hast du mit meiner Freundin gemacht? Ich gehe nicht ohne sie weg. Wo ist sie? Er scheint mich nicht zu verstehen. Sag mir, was du mit Nico gemacht hast und ich teile diese Kekse mit dir. Ich weiß, klingt etwas lahm, so mit einer Packung Hundekuchen zu verhandeln. Außerdem, woher soll er wissen, wie gut die schmecken? Weißt du, was das ist? Petu! Lotse Kap! Petu! Injakotla Kohina Mutu! Mit diesem Pfeil hast du meine Freundin vergiftet. Wenn ihr irgendwas zustößt, mache ich dich persönlich dafür verantwortlich. Lotzekap! Pichu! Fnort! Was schließt man mit diesem Schlüssel auf? Hey, du hast ja Handschellen an den Füßen. Wer war das? Der große Blödmann? Ich lasse dich jetzt frei, okay? Hey, komm zurück! Der Kleine geht zwischen den Kisten auf Tauchstation. Gerade noch rechtzeitig. Ich habe den Lichtstrahl unterbrochen, damit sich die Tür nicht schließt. So kann niemand anders den Aufzug benutzen. Aber was jetzt? So, damit dürfte sich diese Tür nicht mehr schließen. Auf dem Boden ist ein halbrunder Kratzer, so als wäre in der Wand daneben eine Tür geöffnet worden. Meine Finger fühlen den Umriss einer Geheimtür in der Wand. Plötzlich ertaste ich einen kleinen runden Pfropfen, der völlig plan in die umgebende Holzverkleidung eingelassen ist. Genau das hatte ich doch gehofft, ein Geheimraum. Nico! Schau dir das hier mal an.
Es ist eine kleine Statue einer knienden Figur mit einem aufwendigen Kopfschmuck. Der Kopf ist scheußlich, mit riesigen, starren Augen in einem halbverwesten Gesicht. Hey, irgendjemand versucht, hier Lobinot-Puppen zu verkaufen. So, und wie geht's dir jetzt? Ach, danke, George. Wie um alles in der Welt hast du mich gefunden? Ich wusste, dass Aubier in Marseille gewesen ist. Aber das ist doch jetzt unwichtig. Warum erzählst du mir nicht der Reihe nach, was hier los ist? Angefangen bei diesem Maya-Stein. Ich habe ihn von einem von Karsaks Männern in Paris bekommen. Eigentlich hatte ich eine Ladung Drogen erwartet. Drogen? Ja, der Beweis, den ich brauchte, um Karsaks Schmugglerring auffliegen zu lassen. Ich hatte es so eingefädelt, dass ich als Kurier für ihn arbeiten sollte. Ich wollte sofort zu Inspektor Mouet gehen, sobald ich den Beweis hatte. Aber statt der Drogen, die ich erwartet hatte, schickten sie mir diesen Stein. Um mehr darüber herauszufinden, rief ich Professor Aubier an, der mich in sein Haus einlud. Zumindest dachte ich, es sei Aubier. Ich verstehe das nicht. Wenn Karsaks Geschäftszweig die Drogen sind, warum will er dann unbedingt diesen Stein in die Hände bekommen? Vielleicht hat er eine bestimmte Bedeutung für die Menschen in Mittelamerika. Es könnte irgendwie Karsaks Mittel sein, sie zur Arbeit für ihn zu zwingen. Auf jeden Fall müssen wir hier raus. Nico, warte! Wir können den Aufzug nicht benutzen. Wenn dieser Schlägertyp Pablo sich wieder erholt hat, wartet er da auf uns. Wir müssen aber irgendwas tun. Wo führt diese Tür hin? Ich bin mir nicht sicher. Ich werde das Klebeband behalten. Es könnte mir nochmal nützlich sein. Mit etwas Glück verhindert das Band, dass sich die Türen schließen. Dann kann der Indio den Aufzug nicht benutzen. Ich lasse den Sensor lieber in Ruhe. Okay, erzähl mir mal, was du über die Condor weißt. Condor Transglobal exportiert Azteken- und Maya-Kunstwerke von Mittelamerika nach Europa. Aber das ist nur eine Fassade für ihr wirkliches Geschäft. Drogenschmuggel. Welchen Beweis hast du dafür? Noch gar keinen. Weißt du, von wo aus die Condor arbeitet? Von Mittelamerika aus, einem Ort namens Caramonte. Den Namen habe ich unten auf einem Zettel gesehen. Erzähl mir mal was über diesen Karsak. Naja, ich habe ihn nur ein paar Minuten gesehen, aber er macht mir Angst. Und ich habe den Eindruck, dass auch Pablo nervös war, wenn der in der Nähe war. Seine Augen, wie die eines Wildes.